Ja, hi Fans. Wir hatten vor kurzem mal den Johannes zu Besuch gehabt und da habe ich den so gefragt über seine Unternehmensgründung und was er macht und haben mir auch Fragen gestellt, hier, ob ihm einer hilft, neue Produkte zu finden. Heute ist der Johannes da, aber wir haben heute mal ein ganz anderes Thema. Heute stellt der Johannes mal mir Fragen, da bin ich ja mal gespannt. Hallo Fans, heute stelle ich dem Norbert mal ein paar Fragen, die ihr bestimmt auch unbedingt mal stellen wolltet. Und ja, ich denke, wir legen gleich mal los. Ja, leg mal Und los. zwar würde ich dich ganz zu Anfang mal fragen, du hast ja gelernt, Schlosser, habe ich dein Buch gelesen. Wo ist das eigentlich? Das hatte ich auch eben hingelegt. Das ist auf jeden Fall Ja, sehr ja. empfehlenswert zu lesen. Da steht nämlich sowas drin, das wissen die meisten Fans wahrscheinlich gar nicht. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Zoofachgeschäft zu machen? Das ist ja thematisch Nee, das war ähnlich. ganz, ganz andersrum. Ich habe also als Kind und Jugendlicher so viel Tiere gehalten und gezüchtet. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, so wirklich einen Beruf zu machen. Also nicht, weil ich faul war, sondern wenn man so viele Tiere hat und muss die versorgen, einige morgens, einige mittags, einige abends, ja, wann machst du das? Dann gab es früher ja auch noch nicht so die Möglichkeit, ich hatte viele Tiere im Garten. Strom im Garten hatte man früher nicht. Fließend Wasser im Garten hatte man nicht. Ja, und wenn dann Winter war, ja, im Winter ist so spätestens um 4:30 draußen dunkel. Und als es dann darum ging, ich komme aus der Schule raus und soll einen Beruf erlernen und also wenn sich bei mir welche bewerben, dann fragen viele, wann kriege ich Urlaub und wann ist Feierabend. Meist sind die dann nicht so motiviert zum Arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe aber selbst so eine Frage gestellt. Ich habe den guten Mann am Arbeitsamt gesagt, können Sie mir sagen, bei welchem Beruf ich am frühesten Feierabend habe? Dann hat er mich erstmal ganz komisch angeguckt und hat gesagt, hör mal, hast du überhaupt gar keinen Bock zum Arbeiten oder so? Doch, habe ich. Aber dann habe ich ihm das erklärt mit meinen Tieren. Ja, und im Winter ist eben um 4:30 spätestens dunkel, manchmal sogar schon kurz nach 4. Und ich muss eher zu Hause sein, damit ich im Hellen meine Tiere alle versorgen kann. Habe ich ihm dann erklärt und dann hat er tatsächlich in seiner Liste geguckt und hat dann gesagt, Telefon. Ja, und dann hat er in seiner Liste geguckt und hat dann tatsächlich gesucht, wann als erster Feierabend ist. Ich habe gesagt, früh ist egal. Ich war früher mal Frühaufsteher. Frühaufsteher war bei mir morgens um 2:30, ne? Da war ich schon bei meinen Tieren gucken. Dann habe ich einen Waldspaziergang schon vor der Schule gemacht früher. Auch wenn ich optisch nicht so aussehe. Früher war ich Hochleistungssportler. Ich habe Leichtathletik gemacht, Langstreckenlauf, Stabhochsprung. Und dann bin ich eben durch den Wald gerannt und habe dann auch regelmäßig mal im Wald ein paar Tiere gefangen. Da ist heute alle verboten. Früher hat man dazu mehr als Kavaliersdelikt gesehen. Da hatte ich ja gar kein Problem, um 5 Uhr eben mich fertig zu machen, um spätestens um 6 auf der Arbeit zu sein. Und dann hatte ich eben um, keine Ahnung, 16 Uhr Feierabend. Nach meiner Lehre habe ich sogar in der Schlosserei angefangen. Da haben wir noch früher angefangen. Da war ich schon um 14:30 Uhr zu Hause gewesen. Und da hat dann mein Bruder ein Zoogeschäft damals losgemacht in Gladbeck. Bis dahin kannte ich nur, ja, Tiere halten, Tiere züchten. Wenn man natürlich viel hat, muss man die auch abgeben und muss man die mal verkaufen. Und dann habe ich aber auf einmal das Verkaufsgespräch auf einer anderen Ebene kennengelernt. Eben wie mein Bruder in dem Geschäft hatte. Da kamen also ganz bei mir im Keller, im Garten, da kamen also immer Menschen, das waren Freunde. Und die brauchten dann mal ein Tier und so. Und dann kamen ja auf einmal ganz fremde Menschen, die ein Tier schön, spannend, interessant fanden und gefragt haben, wie kann ich das halten. Dann konnte ich so richtig mit meinem Fachwissen so punkten und habe denen das erzählt und konnte die dann eben mitnehmen, begeistern, was ich eigentlich heute ja immer noch mache. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich auch ein Zoofachgeschäft haben. Das möchte ich selber machen. Ja, und dann kam dann nachher natürlich dann noch die Bundeswehrzeit. Das war ja früher üblich. Die kam dann dazwischen. Aber als die Bundeswehrzeit um war, dann waren die Tage gezählt. Da hat er, glaube ich, noch 3 oder 4 Monate gedauert. Und dann habe ich in so ein kleines Inserat in der Tageszeitung. Das war, glaube ich, hier im Ruhrgebiet ist die WAZ so die Hauszeitung für fast jedermann. Und dann habe ich in der Tageszeitung dann gesehen, da wurde ein kleines Zoogeschäft in Duisburg-Meidrich verkauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, wo Duisburg-Meidrich ist. Wir wohnten damals in Gladbecken und dann bin ich mit meinem Vater dann dahin gefahren. Als ich dann da war, die Frau war hoch in Umständen, die musste ganz dringend verkaufen. War dann auch ein guter Preis, das war natürlich dann für mich genau das Richtige. Dealer so ein bisschen war ich ja schon immer. Dann habe ich den Vater gebettelt, dann hat er für mich gebürgt und dann haben wir das unterschrieben. Wenige Tage danach haben wir das übernommen und dann war ich Zoohändler. Also eigentlich diese Lehre war mir egal, welche Lehre ich gemacht habe, so im Groben. Aber ich war immer handwerklich veranlagt. Ich habe ja alle meine Käfige selber gemacht, meine Aquarien, das Glas geschnitten, zusammengeklebt. Also Handwerk war sowieso mein Ding. Und ob ich jetzt Schlosser, Schreiner oder Maurer geworden wäre, das war mir im Groben ganz egal. Elektriker genau noch. Früher hat man ja so die ganzen elektrischen Anlagen alle selber gebastelt.
weiß ich nicht, wie oft ich da einen gewischt gekriegt habe. Das ist heute natürlich alles bei Strafe verboten, da darf man nicht. Aber früher hat man das alles locker gesehen, da hat man das selber gemacht. Und ne, so wie andere den Föhn in der Badewanne schmeißen, so habe ich am Aquarium hantiert und die Kabel an der Regelheizung habe ich dann eben neu mit Isolierband gemacht und dann rutschten im Wasser und waren doch nicht isoliert und solche Dinge alle. Deshalb habe ich Schlosser gelernt, weil ich dann mehr Zeit für meine Tiere hatte. Bei der Bundeswehrzeit war natürlich dann so gewesen. Dann ist man anderthalb Jahre weg. Dann hat meine Mutter die Tiere wohl gepflegt. Aber ich musste dann vorher natürlich den Bestand stark reduzieren, weil sie gesagt hat, das schaffe ich alle nicht. Da habe ich nur die Besten gehalten. Und nach der Bundeswehr stand dann für mich fest, ich mache mich dann selbstständig. Dann habe ich Bestand immer umso weiter reduziert und die Zuchttiere dann verteilt an meine Freunde, die mit mir alle gezüchtet hatten. Dann war ich auf einmal Zuhändler. So einfach geht das. War nicht so einfach, aber okay. Und wie kamst du jetzt dazu, diese ganzen besonderen Tiere zu halten, aber auch zu züchten und auch zu verkaufen? Weil du bist ja jetzt heute dafür bekannt, dass man so Exoten bei dir kaufen kann. Ich glaube, dein Motto ist auch, bei dir kann man alles kaufen. Oder? Ja, das sagen die anderen alle, bei mir kann man alles kaufen. Ich hätte noch so viele Ideen, was man noch alle kaufen könnte, aber das lassen wir mal lieber. Nee, das ist nicht auf einmal geboren, sondern ich hatte immer schon irgendwie so besondere Tiere, andere Tiere. Keine Ahnung, wenn so andere Jugendlichen in meinem Alter einen Hund oder eine Katze hatten, das hat mich früher gar nicht so interessiert, weil das hatte ja jeder. Da habe ich also lieber Feuersalamander und Blindschleichen gezüchtet und Landschildkröten gehalten und vermehrt. Dann hatte ich Voliere, ja Wellensittiche gezüchtet, Zwerchpapageien, Großsittiche, schöne Fasanen habe ich dann gezüchtet. Und das wurde so langsam so ein Sammelobjekt, wobei ich nicht hier Messi bin und horte irgendwo Tiere und pflege die schlecht, sondern mir ging es immer darum, den Tieren muss es gut gehen. Ja, und wenn dann alle Nachbarn wissen, ja, der kümmert sich dann darum, dann kommen auch Fundtiere da an, vom Spatz über eine Drossel bis zum ersten Turmfalke und dann kam Mausebussard. Dann hatte ich nachher eine Greifvogel-Auffangstation mit 12 Jahren. Ja, das sind keine Exoten, aber was sind Exoten? Und mit 13 Jahren war ich der jüngste angemeldete Sittich- und Papageienzüchter. Mit 14 hatte ich dann noch 70 Aquarien im Keller dabei gebaut. Hab also dann kurz danach, weil ich gar nicht mehr so viel Fische züchten konnte, was ich so an andere Zuhändler hin verkauft habe, wie die haben wollten, weil die von meiner Qualität begeistert waren, habe ich eigentlich das gemacht, was heute andere für uns machen. Ich habe also schon Fische aus Asien importiert, habe mein Lehrlingsgehalt auf den Deckel gelegt und habe den nach Asien geschickt und habe da Fische für importiert. Und die habe ich dann zu Hause eingewöhnt, dass sie unser Wasser kennenlernen, dass sie unser Umfeld kennenlernen, unser Futter kennenlernen, dass die wieder fressen. Und wenn die dann nach 1-2 Wochen fit waren für den Verkauf, habe ich die dann an andere Zoogeschäfte verkauft. Ja, und da werden immer mal was anderes angeboten und dann nimmt man natürlich auch mal was anderes. Das ist ja nun mal so. Warum geht denn der Mensch in der Stadt bummeln? Weil er mal nicht was aus dem Katalog oder aus dem Netz gucken will, sondern der will mal was anderes finden. Wenn mir was anderes angeboten wurde, dann habe ich mich dann auch immer bemüht und wollte das dann auch haben. Dann konnte ich den Zoohändlern, die bei mir gekauft haben, mal was anderes anbieten. Ja, und bei dieser Sammelleidenschaft ist das geblieben. Und wenn man 45 Jahre als Unternehmer sammelt, dann hat man Tiere, wo andere sagen, boah, was sind das für Exoten? Du hast da Exoten, die hat gar kein anderer. Ja, in 45 Jahren kriegt man natürlich so viele Adressen, so viele Züchterbekanntschaften, die dann was züchten, wo man mitwiebert, ob das funktioniert, ob die Junge kriegen, ob man die groß kriegen kann. Ja, und wenn er die dann groß kriegt, dann bin ich aber auch immer der Erste, der sagt, hey, wenn er die groß kriegt und du möchtest die abgeben, du kannst meine Telefonnummer, ich bin bitte der Erste. Ja, und dann machen wir heute noch und ich glaube, wir machen das ganz gut. Du sagtest ja eben, du hast mit 15 da schon Tiere aus dem Ausland importiert. Ja. Wenn ich mir heute das vorstelle, heute gibt es ja das Internet, da könnte man vielleicht googeln, Zierfischfarm in weiß ich nicht was. Aber wie hat man denn das damals gemacht? Also da gab es ja kein Internet und da gab es ja auch sonst vielleicht nur Zeitung oder so, aber da stand bestimmt nicht eine Werbeanzeige aus Indonesien von irgendeinem Zierfischzüchter drin. Doch, gab es. Die haben Anzeigen. Das gab tatsächlich so eine der ältesten Aquarienzeitschriften Deutschland. Eigentlich mache ich ja nie Werbung für irgendwelche Produkte. Das war die DATS, die Aquarianer und Terrarianer Zeitschrift. Und natürlich ich als Hobby Aquarianer, Terrarianer habe natürlich Fachzeitschriften. Es gab kein Netz, da hast du schon recht. Und weil es ja kein Netz gibt, musste man sich ja irgendwie bilden. Die Fachbücher waren oft überaltert. So ein Buchschreiben dauert ja ganz oft Jahre. Das heißt, das Wissen ist viel schneller als das Buch. Also Fachzeitschriften sind dann oft einfach schneller mit Artikel von Neuzüchtung und so was und Entdeckung. Und dann hat man sich da ja natürlich informiert und hat dann da gesucht. Ja, und in dieser DATS
Da gab es auch so, wie das früher so üblich war, Kleinanzeigenteil, sag ich mal, der Vorläufer vom Internet. Und hat tatsächlich eine Firma aus Singapur inseriert, suchen Importeur für Zierfische. Und da hast du dann als 15-Jähriger kleine, ich denke mal, du hast eher kleinere Mengen gekauft. Ich habe beim ersten Mal 2 Lehrlingslöhne auf den Tisch gelegt. War für mich 300 Mark, also 150 Euro, die habe ich da rein investiert. Aber dann kommt ja erstmal das Spannende. Also ich finde das, heute kann man die ganze Welt mit einem Klick erleben. Und früher fand ich das die Welt viel spannender, muss ich ehrlich sagen. Nur alles, was im Dorf ist, das kannte man. Und weiter kam man ja auch nicht weg. Es gab kein Handy und es gab kein Navi. Da konntest du nicht im Auto eben eintippen, wo du hin willst. Kannst heute auf der ganzen Welt, kannst du die letzte Straße auf der Welt, die findest du. Da hast du noch so Autokarten, Autoatlasse gehabt, so Dinger. Da muss das auch schon geübt sein, wenn du mal 500 Kilometer weit wegfahren wolltest und wolltest in so einem Ort jemanden treffen. Das war schon abenteuerlich. Aber so eine Fischbestellung, das war nicht schlechter. Das heißt, da hat man einen ganz normalen Brief geschrieben. Und da hat man dahin geschrieben, dass man eben Fische von dem haben möchte und ob er einem nicht eine Preisliste schicken kann. Und dann hat man den abgeschickt und als man eigentlich so die ganze Sache schon vergessen hat, so 3-4 Monate später, da kommt ein Brief zurück mit einer Preisliste. Hier nix, hier Internet und Klick. 3-4 Monate. Der hat mir dann eine Preisliste geschickt. Dann habe ich die durchgearbeitet. Ich muss dabei sagen, ich konnte so gut wie gar kein Englisch. Wir haben damals in der Volksschule, waren wir die erste Klasse, wo man versucht hatte, Volksschülern Englisch beizubringen. War natürlich ein Handicap dabei, weil unsere Lehrerin konnte auch kein Englisch. Die hat das mit uns gelernt. Die Aussprache der englischen Wörter war komplett daneben und das Lernen, was wir da gemacht haben, hat natürlich 10-mal so lange gedauert, weil die Lehrerin hat sich dann dabei selber eingelernt und die hat dann versucht, mit uns diese Sprache zu finden und zu schreiben. Da hatten wir nach wenigen Stunden schon keinen Bock mehr und wir saßen eigentlich alle desinteressiert da in der Klasse noch. Ja, wenn die dann nicht kann, wie bringt die uns das dann bei? Aber das ist nun mal Schnee von gestern, das war dann so. Aber mit diesen paar englischen Wörtern habe ich dann zusammengefrickelt, um dann da drauf zu schreiben, ich hätte gerne Bestellung und habe dann aufgelistet, was ich alle haben wollte. Und diese Liste, da musste man noch für eine Kopie, da hat man dann nicht eingescannt, sondern für eine Kopie ist man ins Schreibwarengeschäft gegangen und die hatten dann einen Fotokopierer gehabt und dann haben die die Seite kopiert. Dann hat ein Blatt Papier eine Mark gekostet. Ging auch nicht so, sofort, musste man morgen abholen. Ja, dann kam dieser Zettel, kam also dann die Liste, da habe ich dann immer geschrieben, Stückzahl rein, wie viel ich haben wollte. Und dann ging das per Brief dann wieder nach Singapur. Nach schlapp 3 Monaten später kam dann auch die Antwort. Lieber Norbert, in Englisch, überweise mir bitte, weiß nicht mehr genau, irgendwas 300 und D-Mark. Aber bestätige bitte nochmal deinen Auftrag. Wir schicken den Auftrag mit der Sabena, die belgische Luftfahrtgesellschaft. Und ich soll bitte nach Düsseldorf zum Büro der Sabena gehen, denn wenn die einen neuen Kunde haben, muss man an der Fluggesellschaft erstmal persönlich vorstellig werden. Damit das schneller geht, soll ich bitte das Geld zur Sabena mitbringen und da bar einzahlen, weil die können das ja im nächsten Flieger mitnehmen und den bringen. Nicht wie heute, irgendwie Online-Geldtransfer in Minuten, ja, genau. Und Kommunikation über E-Mails. Und dann war ich bei Sabena, hab denen das erzählt und die Zettel. Ja, die Leute hatten natürlich riesen Spaß. Also mein Vater hat mich mit dem Auto dahin gefahren, der stand dann nur daneben. Der hat eigentlich für seine Söhne jede Menge getan und der fand das immer gut, wenn wir kreativ waren, aber hatte ja von der ganzen Materie gar keine Ahnung. Der war Polizeibeamter, der hatte eben woanders seine Schwerpunkte. Der hat gesagt, hier mein Sohn, der will da was, aber unterhaltet euch mit dem selber, ich verstehe das eh nicht. Ja, und dann habe ich denen das so alle erklärt und dann haben die ein Teletag, hieß das, glaube ich. Das war so ein Ding, das war, glaube ich, doppelt so groß hier wie mein Schreibtisch. Und da saß einer dran wie eine Schreibmaschine, nur mit viel, viel mehr Tasten. Und er hat dann alles, den ganzen Text dann da eingegeben, hat also die Bestellung nochmal da reingegeben, hat denen geschrieben, dass ich also hier meine 300 und D-Mark abgegeben habe. Auf Fertig geklickt, so auf Enter, nur bei Enter ist er nicht in Singapur, sondern dann kam da ein Lochstreifen raus, so ein schmaler Streifen. Ja. Ganz lang, Meter lang. Und als er alle raus war, da hat er mir dann erklärt, dass auf diesen Lochstreifen der ganze Text steht. Und dann ist er zu einer anderen Maschine gegangen, da hat er den Streifen dann reingesteckt. Und dann wurde das telegrafisch übermittelt. Aber wie das genau ging, das war Zukunft, das war futuristisch. Das Ding, das knatterte dann da durch. So sagt er, und jetzt ist das in Singapur. Und dann hat er mir erklärt, jetzt
kommt in Singapur bei der Fluggesellschaft, bei der Sabena, kommt dieser Streifen genauso rein. Der steckt die dann wieder in diesen Teletakt da rein und dann druckt die Maschine ihm den Text, den er geschrieben hat. Also wenn man sich das so anhört, dann ist das ein unglaublicher Aufwand, nur um so ein paar Fische zu bestellen. Das ist ja. Und dann kam also dann ein paar Tage später die Bestätigung. Dann hat die Sabena ja von meinen Eltern die Telefonnummer bekommen, weil sie gesagt haben, das wäre dann wichtig, weil sie ja mal anrufen mussten. Und dann haben die angerufen, ja, das ist in Ordnung mit den Fischen. Wir machen die Bestellung fertig. In 4 Wochen geht die raus. Wie man da dann so nachher weiß, die haben natürlich nicht die Fische auf der Preisliste jetzt da. Und die sind auch in 4 Wochen nicht da. Das heißt also, ungefähr die Hälfte der Fische, die ich bestellt habe, die kam. Da er aber mein Geld hatte, hat er die andere Hälfte mit Fischen aufgestockt, die ich gar nicht bestellt hatte. Bestellst du, sag ich mal, kleines Kalare als Beispiel, ja, dann kriegst du für den gleichen Wert Schwertträger. Die aber gar nicht haben wolltest, weil du vorher schon Schwertträger bestellt hattest, aber damit die Rechnung dann nachher passte. Ja. Und so kamen die Fische dann an und dann kam eines Tages dann der Anruf, ihre Fische sind gerade verladen worden im Flugzeug, in circa 40 Stunden werden die in Düsseldorf landen. Seien sie mal in 48 Stunden ungefähr hier, bis dahin haben wir die ausgeladen und auf eine Palette gestellt, die Styroporkartons, und dann können sie die abholen. Und dann melden sie sich mal hier im Zollgebäude. Ja, und dann musste man im Zollgebäude, musste man wieder Geld mitbringen, aber ich hatte ja schon wieder längst meinen Lohn gekriegt. Und dann wurden die dann verzollt und dann haben die mich dann sehr komisch angeguckt und mein Vater war Gott sei Dank dabei, hat sich dann als Polizist ausgewiesen. Aber die haben jeden Karton ausgepackt, aufgemacht, alle Fische geguckt und haben gesagt, auf diesem Weg wird ganz viel in Fischkartons geschmuggelt und das müssen sie kontrollieren. Da ist mir schon ganz heiß und kalt geworden, weil man hört ja immer, anderen Leuten wird auch mal was am Flughafen in der Tasche gesteckt. Und wenn du da auf einmal Rauschmittel schmuggelst, dann bin ich als 15-Jähriger vorbestraft. Das wäre natürlich nicht so doll. War natürlich nicht, hatte alles ordentlich gemacht. Und dann haben wir die Fische in Empfang genommen und dann sind wir ganz schnell nach Hause und haben die zu Hause ausgepackt. Das war schon ein Ereignis. Das war irgendwas. Ey, Hammer war das. Aber waren die Fische dementsprechend dann teurer, weil der Aufwand, der dahinter steckte, der ist ja immens höher als heute. Ja, da die muss Ausfälle man, wahrscheinlich auch. Weil ja, aber da muss man ja dann sehen, so die Löhne in Asien, die waren ja im Pfennigbereich. Dann Warmwasserfische züchten, halten, großziehen. Wenn wir das bei uns heute vorstellen, im Aquarium, brauchen wir natürlich Strom für Licht, für Heizung. Wir brauchen Wasseraufbereitungsmittel, weil ja aus der Wasserleitung das oft nicht sofort verwendbar ist, das Ganze. Ein paar Jahre später, ich bin mit, glaube ich, 22 das erste Mal dann zu diesem Lieferanten gefahren. Mit dem habe ich also viele, viele Jahre Geschäfte gemacht. Ja, und dann fährt man nach denen hin, dann hat er seine ganzen Aquarien. Oder für Fische, die sie in größeren Mengen züchten, haben sie einfach Löcher in der Erde. Und in dem Wasser schwammen die Fische. Die hatten dann diese größeren Betriebe, sag ich mal, hatten dann irgendwo einen Nachbarjunge, der ging dann immer an irgendwelchen Tümpeln Wasserflöhe fangen. Das heißt, er hat da am Tag für 3, 4, 5 reine Liter Wasserflöhe, hat er vielleicht 20 Pfennig gekriegt, also 10 Cent. Damit hatten sie die Fische versorgt. Wasser war warm, wir waren ja in der Tropen, Licht war genug da. Im Gegenteil, mussten sie nur abdecken. Meist bei den ganzen Fischfarmen läuft irgendwo so ein Bach durch ein Gelände. Das heißt, da wird auch nicht der Wasserkran aufgedreht, sondern da wird mal was rausgeschöpft und mal was Neues reingeschöpft oder umgeleitet. Dann läuft alleine rein oder manche haben auch umgeleitet und dann haben sie das einfach überlaufen lassen. Lagen dann ein paar Fische auf der Wiese, aber die haben ja im Verhältnis nichts gekostet. So, das Wort Tierschutz war damals, glaube ich, noch nicht so bekannt. So haben die gezüchtet. Das heißt, das Fische produzieren war ganz billig. Die Frachtkosten waren das teuerste eigentlich an den Fischen. Dann war trotzdem aber der Preis, wenn man sich überlegt, in 8 Liter Wasser kann man, ich sage jetzt mal einfach einen Fisch, den so jeder kennt, so einen kleinen, einfachen Neon, der vielleicht einen Zentimeter groß ist, kann man so in 8 Liter Wasser so 1000 Stück reinpacken. Wird heute nicht mehr gemacht aus Tierschutzgründen, oder? Heute werden gar nicht viel weniger gemacht. Das ist heute ausgereifter. Das heißt, die Fische werden anders gehältert. Die müssen ja vorher fasten. Das hatte man früher auch noch nicht so raus. Da haben manche für die lange Reise, für die 2 Tage unterwegs, die Fische vorher gefüttert, dass sie satt sind. Aber wenn die dann in der Tüte sich natürlich auskoten, ist das Wasser schlecht. Und da gab es dann auch schon mal Totalausfall, dass so eine ganze Tüte tot war. Das war natürlich bitter. Das haben wir heute ja so gut wie gar nicht mehr. Die Fische werden konditioniert, die kriegen die letzten 3, 4 Tage dann kein Futter. Ein gesunder, erwachsener Fisch kann 3 Monate fasten ohne Schaden. Aber auch so ein Jungfisch kann mal 3, 4, 5 Tage oder eine Woche fasten. Und das ist auf alle Fälle viel gesünder für ihn, im sauberen Wasser zu reisen, als eben im belasteten Wasser.
aber um nochmal auf die Auswelle zu sprechen, die waren eigentlich im Verhältnis sehr gering. Aber das war nicht so, wie heute oder früher auch immer in vielen Berichten gezeigt wird, dass 80% oder so sterben auf dem Weg. Also das waren nicht 10%, das waren meist 2-5%, die tot sind. Ist natürlich immer noch viel, sind wir heute weit, weit besser, aber das war alle übersichtlich. Und wenn ich die dann importiert habe und habe die dann noch eine Woche, 14 Tage gefüttert und verkauft, habe ich wesentlich mehr daran verdient, als sie selber züchten, weil bei uns ja die Technik alles so teuer ist. Gibt es da nur einen Tipp, hattest du eben schon gesagt, für die Aquarianer unter euch, wenn ihr dann mal 2-3 Tage, sagen wir, lassen wir es auf 4-5 Tage in Urlaub fahrt, es ist manchmal besser, wenn man keinen Futterautomat hat, lieber die Fische nicht zu füttern, als irgendeiner x-beliebigen Nachbarin die Aufgabe zu geben, die Fische zu füttern, genau. Weil aus Erfahrung füttern die deutlich zu viel. Und damit macht man meistens eher den Fehler, dass dadurch das Aquarium manchmal auch sogar umkippt oder die Wasserbelastung so extrem groß ist. Also das Aquarium kippt nicht um, sondern die Qualität des Wassers, sagt man, kippt um. Die wird einfach so schlecht, dass das Wasser von der Qualität nicht mehr die Fische am Leben halten kann. Die sterben dann da drin. Haben wir früher immer wieder erlebt, dass also gerade in der Ferienzeit ziemlich viele große Dosen gekauft wurden an Fischfutter. Und da haben wir dann immer gefragt, brauchst du die denn eigentlich, die große Dose? Und dann, ja, ich pflege für den Nachbar die Fische. Und dann haben wir denen erstmal erklärt, wie man füttert. Also ich sage immer, so viel füttern, dass nach 3 Minuten gar nichts mehr im Aquarium ist. Da darf man auch gerne, wenn man möchte, auf 3-mal aufteilen am Tag. Also 3-mal so viel füttern, dass immer nach 1 Minute gar nichts. Da liegt dann nichts mehr auf dem Grund. Da treiben dann nicht Bröckchen rum, sondern gar nichts. Das ist ganz alles weg. Aber wenn ich meine Fische gut und gesund gehalten habe, dann kaufe ich mir ja nicht, bevor ich in Urlaub war, neue Fische und setze sie da rein. Und da guckt dann einer in das Aquarium, so wie der Nachbar, der kommt, die Blumen gießen auf der Fensterbank, das ist ja in Ordnung. Und der sieht nicht die Krankheit der Fische. Das heißt, ich sollte natürlich, wenn die in Urlaub waren, gut konditionierte Fische in meinem Aquarium haben. Und wenn das so ist, würde ich persönlich, bevor ich in Urlaub war, natürlich muss der Filter gut funktionieren, das überprüfe ich, ob der Durchlauf richtig gut ist, dann würde ich noch mal einen Tag vorher einen schönen Wasserwechsel machen, dass die Belastungsstoffe aus dem Wasser raus sind. Und dann soll der Nachbar, der die Pflanzen gießen kommt, soll der da reingucken. Hier oben ist der Wasserstand, die Marke. Da kann er mal nachfüllen, das Wasser. Das ist dann auch alles. Dann kann er mal gucken, ob von der Heizung die Lampe noch an ist, ob die Pumpe noch läuft und durchströmt. Und ich würde das Fischfutter alle wegschließen. Ich würde sagen, also bis zu 1 Woche gar kein Problem. Wenn ihr wiederkommt nach 1 Woche ohne zu füttern, dann werdet ihr wirklich feststellen, dass ihr davor immer viel zu viel gefüttert habt. Denn das Aquarium ist viel sauberer und die Fische sind viel vitaler. Das wäre vielleicht noch so ein Tipp hier zum Ende von dem Video. Ich hoffe, da bist du auch mit zufrieden. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ein paar tolle Einblicke gekriegt in deine Vergangenheit. Gibt es bestimmt auch noch andere Themen, die auch in dem Buch drin stehen. Also wirklich empfehlenswert, da habe ich schon fast durch das Buch. Falls ihr fast das noch nicht durch? Liest du dein ganzes Jahr an dem Buch? Ich habe Leute gehört, die haben in 2 Tagen das quasi gefressen. Der Johannes liest da 1 Jahr an dem Buch. Ja, aber umso wertvoller ist es ja, ne? Ja, das ist aufgeteilt in viele kleine Geschichten und da kann man wirklich 1 Jahr dran lesen, wenn man sich das aufteilt. Ja. Den Norbert soll man dosiert genießen. Das ist vielleicht das beste Abschlusswort. Und falls ihr noch mehr von den Dosen hören wollt, schreibt da einfach in die Kommentare rein und sagt, ey, wir wollen mit Johannes und mit Norbert noch mehr Gespräche haben. Und wenn das genug reingeschrieben haben, also Daumen hoch, wisst ihr ja, abonniert, habt ihr alle noch nicht, abonnieren drücken. Augenblick warten, dann kommt da eine Glocke, Glocke drücken, dann kriegt ihr auch jedes Video mit. Und wenn ihr dann wollt, dass wir uns noch öfter unterhalten über mein Leben oder sein Leben, hatten wir ja über sein vor kurzem schon mal gesprochen, dann schreibt uns das einfach. Dann treffen wir uns nochmal und erzählen euch noch ein paar Geschichten. Ist das ein Vorschlag? Wir sehen uns.